glaube, mein Kopfhörer hebt ab. Alter, stehen mir die Haare zu Berge, verdammte Hacke. Püppchens, ist euch kalt? Ich kann gern die Heizung etwas... Warum tut ihr mir das an? Wo ist denn hier die Tür? Alter. Ein Rollstuhl. Ich würde mich am liebsten in den Rollstuhl setzen und davonrollen. So. Da hinten leuchtet irgendwas, aber da kommen wir nicht durch. Das war mir sowas von klar. Jetzt drehe ich mich um und hast eine Tür. Ja, oder auch nicht. Puppen. Oh, sei doch nicht traurig. Komm her. Ich erwische sie nicht. Dann gehe ich ihr doch mal entgegen, oder? Nee, geht auch nicht. Alter. Puppenhäuser. Oh. Warum läuft mir jetzt die Nase? Okay, die Gänge sind nicht für dicke Leute gemacht. Also in echt würde ich hier nicht durchpassen. Was ist das? Okay. Okay. Also wenn man das Haus verkaufen würde, bin ich mal gespannt, wie viele Zimmer da drinnen stehen. Unendlich Zimmer. Ich quatsche wieder irgendeine Scheiße, um mich hier zu beruhigen. Aber ich glaube, es hilft irgendwie nicht. Spring mich nicht an, bitte. Boah, ist das eklig. Tu es nicht, tu es nicht. Ich konnte nichts machen. Oh, Mann, 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 Mann. Okay, wo sind wir denn jetzt? Wir sind wieder in diesem Zimmer, aber es sind keine Puppen mehr vorhanden. So, und hier ist jetzt eine Tür. Soviel zum Thema Puppen. Puppen und Puppenhäuser. Na, okay. Dann gehe ich mal wieder zurück und guck, was mich hier erwartet. So, vollgekritzelte Wände. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you he really lusted for. Ein Parfümfläschchen.
Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Was, wie, wo? Oh, schnell ins Helle. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann dich nicht reinlassen, es ist abgeschlossen. Ja, gib auf, wie immer. Nein, ich will nicht aufgeben. Ich will noch mindestens bis zum nächsten Speicherpunkt spielen. Damit ich das Ganze nicht normal erleben muss. So, links, geradeaus oder rechts? Aber es geht nicht nach links. Jedenfalls noch nicht. Ich könnte wetten, es geht gleich noch nach links. So. Okay. Es gibt nur diese eine Möglichkeit. Das ist das Kinderzimmer, was wir vom Anfang her kennen. Was? Das Kinderbett ist leer. Hier sitzt wieder so eine hässliche Puppe. So, eine war das eine Schere? Nee, das ist so ein Schlüssel für eine Spieluhr. Oh nein. Bauklötze? Ich habe mich schon gewundert, was eine Schere in einem Kinderzimmer macht. So. Können wir das hier benutzen? Nein. Wir müssen irgendwo eine Spieluhr oder sowas finden, wo wir den Schlüssel benutzen können. Flauschige Fälscher. Lachen über mich. Liegen still zwischen Spielsachen. Kein Spielzeug erlaubt. Teddy. So, hier finden wir nochmal zwei Schubladen. Das. Ah. Jack aus der Box. Da-dan, da-dan, da-da-da-dan, da-dan, 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 da-dan. Na? Geht nicht mehr. Okay, wir haben es kaputt gemacht. So, Schaukelpferd. Sonst gibt es hier wohl nichts weiter. Können wir die Tür jetzt öffnen? Nein, immer noch nicht. Das können wir hier auch nicht benutzen. Gucken wir nochmal hier rein. Hier gibt es aber auch nichts. Den Schubladen ist ein Etui. Was? Das klang wie ein Schuss. So, naja. Ich guck mal nochmal hier rein. Eine Bürste. Nichts, ein Brummkreisel. Tja. Wo benutze ich denn den Schlüssel? Kann ich nicht mehr dran drehen. Es muss doch hier irgendwie weitergehen. Bücher, Bücher, Bücher. Dominosteine. Beat. Beat this? Warte mal. Oder ist das jetzt Zufall? Hier steht. Also beat this. Das ist wahrscheinlich. Doch bloß Zufall. Okay. Gucke ich mal nochmal nach draußen. Hier geht's nicht weiter. Ich mach mal die Türe zu. Vielleicht geht's ja dann weiter. Mich wundert, dass hier auf dem Boden noch ein Pfeil nach links geht, obwohl da gar keine Türe ist. Und ich habe einen Schuss gehört. Streichhölzer? Die kann ich aber nicht nehmen. Hm.
Draußen ist es stürmisch. Vor dem Fenster sind ein paar Büsche, die sich schön im Wind wiegen. Tja. Was mache ich denn jetzt mit dem Schlüssel? Ach, guck mal hier. Aus der Box. Okay. Boah. Ich konnte gerade nichts sagen, aber man hat auf den Bildern oder auf den Zeichnungen gesehen, erst war es eine heile Familie, dann ist der Vater verrückt geworden, dann saß die Mutter im Rollstuhl und dann... Gott, oh Gott. Okay, die Tür ist zu. Die Puppe ist weg. Was kann ich denn hier noch machen? Was passiert hier? Oh, da liegt irgendwas. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Ist das der Zopf von unserer Tochter oder von unserer Frau? Was ist das für ein kranker Typ, ey? Verrückt, verrückt. Mach mal die Türe wieder zu. Ich guck mal, ob ich in die Richtung kann. Hier ist es zu. Also gehe ich weiter in diese Richtung. Und wir sind wieder im Atelier. Ging aber schnell diesmal. 36 Minuten haben wir bis jetzt rum. Okay, na dann spielen wir noch ein bisschen. Dann pinne ich mal den Haarbüschel an das Bild. Okay, und die vierte Tür ist offen. Okay, dann waren es nur noch zwei. So, hier haben wir die Lampe, haufenweise Puppen. Es fehlen immer mehr von den Bodenplatten. Nun gut. Dann spiele ich mal noch weiter bis zum nächsten Save Point.
Und dann werde ich mal die Aufnahmesession auch wieder beenden. Okay. Super. Spitze. Was passiert, wenn ich rückwärts gehe? Ah, hier ist eine Tür. Die Tür ist zu. Sich im Kreis drehen. Das sah aus wie ein Schaukelstuhl und jemand hat drin geschaukelt. Easy to forget. Betrunken oder besoffen. Im Delirium. Da ist wieder unsere Staffelei. Ich muss mich mal ein bisschen anders hinsetzen. Mann, die Zeit vergeht ja wie im Fluge. Erinnern. Zeit, Zeit. Not yet. Going circuits, get. So, Schublade. War da was drin? Nö. So, hier ist auch nichts drin. Okay, die Tür geht auf. Das Haus zerfällt. Okay. Lässt du mich durch, bitte? Also wirklich immer dasselbe Zimmer. Okay. Die Tür geht auf. So, hier haben wir wieder ein paar Türen. Und es ist wieder finster hier in diesem Zimmer. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt noch was sehen. Ansonsten kann ich ja beschreiben, was es hier gibt. So, hier im Finsteren finden wir eine Tür. Ein nächstes Zimmer. Lisa aus PT. Die ist noch da. Bitte nicht erschrecken. Bitte nicht erschrecken. Sie tut es trotzdem. Alter, lass den Scheiß. Es ist heiß hier in dem Zimmer wie Huberts. Oh Gott. Okay. Dann gehe ich mal ins Licht. So, was haben wir? Ein Müllhaufen und da in diesem ist ein Schlüssel. Für welche Tür denn? Ah, für diese Tür. Ich gucke aber erstmal in dieser Ecke hier. Ob ich da noch irgendwas entdecken kann. Was ist das? Irgendein Ständer mit... mit Pfeifen. Ah, das sind Pfeifen. Schick, schick. Okay, hier ist noch eine Kommode. Rattenfallen. Ein Zettel. Aber damit kann ich nichts machen. Na. Und darunter kriege ich es nicht auf, weil der Stuhl davor steht. Okay, dann benutze ich meinen Schlüssel mit dieser Tür. Ratten. Hallo. Hey, kleiner Freund, willst du mir was zeigen?